Guten Morgen, meine Freunde. So, dann lasst uns mal zur Tat schreiten. Ah, war doch wieder mal schön, zu Hause zu schlafen. Es klappt eigentlich in letzter Zeit immer öfter mal, ne? Dass ich zu Hause schlafen kann. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Guckt euch mal die Bodenwelle hier an. So, wir fahren jetzt nach Parsdorf. Aber ich denke mal, wir fahren gleich die 93 runter und dann unten Dreieck Holledau auf der 9. Weil nämlich bei Greding unten ist ein LKW-Unfall. Von daher war es ganz gut, dass wir nicht mehr bis Greding gefahren sind, ne? Da ist ein LKW-Unfall und da ist Vollsperrung. Und ist nicht absehbar, wie lang die Vollsperrung ist. So, und wenn wir gleich Holledau runterfahren, bis also die 93 bis Holledau runterfahren, da kommen wir unterhalb von Greding wieder auf der Autobahn. Das jetzt passt noch nicht. Jetzt. Naja, wir haben ganz schön zu ziehen, ne? Bisschen was über 18 Tonnen. Davon wiegen ja schon allein die drei Platinenpaletten, die ich drauf habe, 15. Und der Rest noch mal 3 Tonnen. So, über Teititz kann man auch nicht fahren, die Straße ist immer noch gesperrt. Habe ich ja gesagt, bis 8. Juli stand, glaube ich, dran, in der Zeitung stand das. So, macht nämlich Sinn, dass wir erst nach Parsdorf planen. Sieht zwar vor, dass wir erst nach München fahren, dann nach Parsdorf. Aber ich habe so geladen, dass wir erst nach Parsdorf fahren und dann nach München, weil wir laden ja dann in München wieder. Also wäre es ja Quatsch, wenn wir erst nach München fahren, dann nach Parsdorf und dann wieder zurück nach München. Muss ja nicht sein. Ist zwar jetzt nicht die Riesenentfernung, aber trotzdem. Man muss auch mal ein bisschen ökonomisch denken. So, Freunde. Eine Ruhe noch, hä? Naja, es ist jetzt auch gerade mal kurz nach 4. So, jetzt wird's dick. Jetzt müssen wir hier rüber. Nach München müssen wir heute auch noch rein. Aber das ist dann erst ein bisschen später. Wir müssen erstmal in Parsdorf abladen. Und bis dahin hat sich das alles ja wahrscheinlich hoffentlich hier ein bisschen beruhigt. Denke ich mal. Weiß ich nicht, aber denke ich mal.
Jetzt fahren wir einmal um die Arena rum. Nee, ne? Vor der Arena fahren wir lang. Da kommen wir nachher wieder zurück. So, mal gucken, wo es jetzt staut. Hier zeigt es mir Stau an. Müssen wir dann dort uns irgendwo gleich hinstellen und Pause machen. Halbe Stunde noch. Viertelstunde habe ich schon gemacht. Muss man noch mal eine halbe Stunde machen. Ja, wenn wir am Kreuz vorbeifahren müssen und hinten drehen, dann machen wir Vaterstetten gleich Pause. Weil da fahren wir ja am Rasthof Vaterstetten vorbei, da machen wir dann gleich erstmal Pause. Und da kommen wir dann auf jeden Fall noch bis München, wenn wir abgeladen haben. So, ich bin ja gespannt, ob sie mir nachher die Gitterbox in München an der 46 runternehmen und dann habe ich den Rest, der muss ja dann hinter in die, ins Presswerk. So, es sieht fast so aus, als ob unsere Abfahrt vom Kreuz noch gesperrt ist. Also einmal wenden. Ja, dann machen wir gleich für heute die Pause. Ich müsste immer schnell was aufsuchen. Der meckert auch schon. Lenkzeitpause in 30 Minuten einplanen. Wir haben jetzt noch 20 Minuten bis hin. Also. Und ist noch gesperrt, ja. Da ist noch das X davor. Guckt, hier ist noch alles zugenagelt. Dann müsste ich jetzt bis runterfahren, dann unten die nächste drehen und wieder hoch. Ich kann aber auch hier, wie jetzt hier, die nächste hier geradeaus fahren, wie ich es jetzt mache. Und hinten drehen ist einfacher. Das ist kürzer, als wenn ich jetzt hier runterfahre bis zur nächsten Dreh. Habe ich schon ausprobiert. So, und da kommen wir hier am Rasthof Vaterstetten vorbei. In der Richtung und in der Richtung. Und da können wir uns raussuchen, in welcher Richtung wir jetzt die Pause machen. Eine halbe Stunde machen wir jetzt noch Pause. Dann sind wir auch um 9 Uhr da. Termin ist, wenn ich da bin. Ich würde sagen, das letzte Mal haben wir drüben gemacht, heute machen wir hier.
Heute machen wir auf der Seite Pause. Letztes Mal haben wir drüben auf der Seite Pause gemacht. Ja, weil da schafft man es nämlich nicht in 4,5 Stunden. Also man schafft es schon in 4,5 Stunden. Aber so knapp. Dass man dann dort im Werk Pause machen müsste. In Parsdorf, und da ist aber keine Gelegenheit. Und wenn du aus dem Werk raus bist, hast du auch keine Gelegenheit, Pause zu machen. So, gucken wir mal, fahren wir jetzt hier gerade hinter. Die versperren ihren Weg. Auch nicht schlecht. Na, da fahren wir doch gleich wieder hier raus. Und gucken. Nee, jetzt haben wir uns angeschissen. Na, dann machen wir auf der anderen Seite Pause. Da drüben hätten wir reingemusst. Naja. Dann drehen wir jetzt und machen auf der anderen Seite Pause. So. Wieder beinahe falsch gefahren. Ja gut, da hätten wir durch die Tankstelle durchfahren können. Das wäre kein Problem gewesen. Hier müssen wir rein. Ganz schön voll, der Parkplatz hier. Mein lieber Mann, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, halbe Stunde Pause, Freunde. Ach. So, Freunde, weiter geht's. Frische 4,5 Stunden. 4,15 haben wir jetzt weg. Bis München brauchen wir, denke ich, dann von Parsdorf aus eine halbe Stunde, gute halbe Stunde. Also auf jeden Fall schaffen wir es heute noch nach Hause. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. So, jetzt haben wir erstmal das Zeug in Parsdorf runter, dann fahren wir nach München in der Ablautestelle 46. Oder wir fahren gleich hinter die Platinen abladen und dann in die 46, dann können wir nämlich gleich wieder vorne rausfahren. So werden wir es auch machen. Wir fahren erst hinter die Platinen abladen, dann fahren wir in die 46. Die Gitterbox, mit die in die 46 kommt, die kann man ruhig ein bisschen rumzetteln, das ist kein Problem.
wenn die ihn stört, zotteln wir so ein bisschen weg von den Platinen. Und dann laden wir an der 46 ab und dann können wir nämlich gleich vorne wieder raus, weil wir in die Mosacher Straße oder wie die heißen müssen. Weil wir ja außerhalb vom Werk laden. Aus Maffei, die Panzerfabrik. So, ich bin ja gespannt, ob das Tor vorne schon wieder ganz ist. Ich wollte gerade sagen, die ganzen Baucontainer sind ja weg. Ne, die stehen ja noch da. Stehen ja noch alle da. So, es wäre nämlich eng geworden. Wir haben nämlich schon 4:21 weg. Also gesamt jetzt seit Elsnitz. Wenn nämlich das Tor noch kaputt ist, dann müssen wir wieder hier einmal ums Werk rumfahren und dann vorne zur Hauptausfahrt wieder raus. Wo wir reinfahren. Asbest darf ich nicht vergessen. Den wollen Sie sehen. Ne, kriege ich heute noch grün. Aber nicht 60, Kollege. Da werden wir wohl eine Weile warten müssen. Wie es ausschaut. So, Freunde, da stellen wir uns doch gleich hierher, wo der Weg ist. Da haben wir die blinde Ecke frei. So. Wie lange haben wir gebraucht? 11 Minuten? 4:24. Ja. Und dann stehen wir hier keine halbe Stunde. Und dann scheißt es uns an. Aber so geht's ja jetzt. So, Freunde, bis später. Ich gehe mich anmelden. So, meine Guten. Der ganze Spaß hat gedauert hier 8 Minuten. Das Tor ist ja immer noch kaputt.
Aber der Schrank ist wieder ganz. Immerhin. Das Tor liegt noch daneben. Der ganze Spaß hier hat gedauert 8 Minuten. So, jetzt haben wir noch 23 Minuten bis München. Und wie gesagt, dann laden wir erst die Platinen ab. Und dann laden wir vorne die andere Abladestelle ab und dann können wir nämlich da gleich links rum rausfahren. Sonst müssen wir erst nochmal rückwärts da raus und dann wieder drehen und dann vor zu den Platinen. Da lade ich doch lieber erst die Platinen ab. Zur Not tue ich die Gitterboxen, die zwei ein bisschen wegzetteln, die sind ja nicht schwer. Ist ja kein Ding. So, ein bisschen frisch ist es geworden, ne? Grad. Diese Temperaturunterschiede, das ist das, was ich nicht verstehe. Von heiß 29 Grad auf kalt 10 Grad. Also immer gleich mal 15, 19 Grad Unterschied. Ob vorne die Baustelle noch ist auf der Lerchenauer Straße. Reisebus will nach links. Dann eben nicht. So, Freunde, ich würde dann sagen, erst einmal tschüss, ne? Park Harry Potter. Olympia Park heißt Harry Potter? Na toll. Auf die Fußgänger müssen wir dann aufpassen, die wollen dann garantiert drüber. Nee. Na jetzt aber Flux. Haben sie gelacht. Und gewunken haben sie. Das war ja nett. Na, du traust ja auch was, mein Freund. Steht auf der Geradeausspur und zieht vor mir noch rechts rum. Jetzt hast du eh eine rote Ampel. Hättest du auch hinter mir fahren können. Naja, gut. Macht ihr hier mit mir ein Selfie oder was? Also Freunde, ich sag dann mal tschüss, ne? So Freunde, dann suchen wir uns jetzt mal die Beladestelle.
Dort läuft ein Feuerwehrmann. Mal gucken, ob wir sie gleich finden. Wenn nicht, haben wir Pech. Dann müssen wir suchen. Und wenn wir dort geladen haben, fahren wir dann gleich über den Frankfurter Ring raus. Jetzt hätte ich dich beinahe geschubst, mein Guter. So. Moserer Straße, 30 Uhr. Ich denke, das ist über die Anmeldung. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Also Freunde, bis später. So Freunde, jetzt geht's heim. Ah, die Schranke geht auf, das ist gut. War nicht ganz einfach, die Ladestelle hier zu finden. Aber wenn man fragen kann, ist das immer gut. So, es kommt ganz schön Sturm auf, ne?
Zumindest wissen wir jetzt auch, wo die DB-Halle im Werk 1-3 ist. Da müssen wir über der Anmeldung und dann zu dem Tor rein, was da ganz hinten auf der anderen Seite ist. Und dann sind wir da richtig. So, und jetzt müssen wir hier schauen, dass wir hier rauskommen. Aber hier gibt es noch mehr LKWs, also müsste schon funktionieren. Da hat schon einer eine Beule. Ich war's nicht. So, und jetzt? Jetzt fahren wir hier gerade vor, von wegen hier links. Kannst du vergessen. Da komme ich nämlich nicht durch. Also Mädel, die hat Humor hier, die Dame. Die hat Humor, die will mich hier, die enge Straße, die ist halb so breit wie die Straße hier und da stehen rechts und links PKWs und da will die mich lang schicken. Alter Franz. So, guckt, da sind wir doch schon raus. Da fahren wir nämlich jetzt hier links. Da steht nichts davon, dass wir das nicht dürfen. Riesenfeldstraße, seht ihr? Aber wir müssen über die Anmeldung reinfahren. Das nächste Mal wissen wir das. Ja, ich habe dich schon gesehen, aber leider erst nachdem der LKW weg war. Musste nicht Licht hupen. So, Freunde. Jetzt fahren wir Richtung Autobahn. Ach, nee. Und jetzt will sie mich wieder hier rechts schicken. Das hat man schon mal. Wo hier verboten ist für LKWs, ne? Hier steht ein großes Schild. Lieferverkehr frei. Ich bin aber kein Lieferverkehr. Dann müssen wir nämlich da vorne irgendwo auf der Autobahn. Da bleibt man gleich links. Da vorne steht die Feuerwehr. Ich glaube, da müssen wir irgendwie noch eine Brücke hoch. Das machst du richtig. Irgendwie muss man dann noch links eine Brücke hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter. War mir jedenfalls so. Ach, das ist gar nicht die Feuerwehr, das ist der Rettungswagen. So, seht ihr? Madame will, dass ich hier wende. Ich will aber hier nicht wenden. Ich will dann da vorne auf der Autobahn.
die komischen Häuser, ja. Machst du richtig. Idiot. Alter, ihr müsst doch denken, wir fahren hier zum Spaß draußen rum. Um euch zu ärgern, fahren wir hier draußen rum. Euch wünsche ich mal, dass meine Kaufhallen leer sind, weil keine LKWs mehr fahren. Dann ist aber auch das Geschrei groß, ne? Dummes Rumgehub und Reingeschnippel. Ich fahre nicht aus Dummdiedeldei hier auf der linken Spur. Ich muss nämlich da vorne auf der Autobahn. Man müsste eigentlich zurückhupen. So ein dummes Rumgehupe dauernd. Alter. Das sind die Leute, die daheim nichts zu sagen haben. Denke ich mir mal. Da müssen sie jetzt hier die große Klappe haben. Da hat einer seine Scheiben verloren. Wochenende entgegen. Und nächste Woche habe ich Urlaub, Freunde. Denkt dran, müsst ihr alte Videos gucken. Da haben wir eine Woche Urlaub. Da gibt es keine Videos. Bloß für euch mal schon als Vorab-Info. Nicht, dass ihr euch wundert, dass dann ab Montag keine Videos kommen. So, meine Guten. Das hat doch auch wieder geklappt. Wir wollen mit unserem Winst noch mal in der Ostsee fahren. Dass er noch mal das Meer sieht. Der liebt doch das Meer so sehr. Und er ist doch so sehr krank, der Arme. Und da wissen wir doch nicht, ob er das noch im großen Urlaub erlebt. Ja, traurig, aber ist so. Und da wollen wir diese Woche, in der Woche noch mal ans Meer fahren, dass er noch mal schönes Meer sieht. Falls es dann nichts mehr wird mit dem großen Urlaub. Traurig, traurig. Aber wir können es leider nicht ändern. So, meine Freunde, sind wir angekommen. Wochenende ist angesagt. Schön an den Rand gezaubert. Passt alles. Hinten haben wir noch ein bisschen Luft zum Bordstein, vorne haben wir noch ein bisschen Luft zum Bordstein. Aber nicht zu viel, dass der Bus schön vorbeikommt. Der hat sich gefreut, dass ich ein bisschen weiter hochgefahren bin, dass er schön ausholen kann unten. Und der von unten kommt, kann auch schön ausholen.
Also alles keine Probleme. So, Freunde, jetzt wird zusammengepackt. Dann geht's nach Hause. Bin ich dann auch kurz nach 7 zu Hause. Haben wir lang genug gemacht heute von früh um 4. Also, meine Guten, ich wünsche euch eine staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Ein schönes Wochenende. Und denkt dran, gibt keine Videos nächste Woche. Da habe ich Urlaub. Tschüss.